schreiben Sie, ein Mann. Ich habe es nämlich auch schon lesen müssen. Ich kann nicht. Lauter. Ich kann nicht. Sie dürfen sich setzen, danke. Doch wohl ein Witz, was? Ich kann nicht. Ich kann nicht nach 3 Jahren Beziehung und einem halben Jahr Hochzeitsvorbereitung. Mein Prinzessinnenkleid. Ob mir das noch passt? Ha, ha, ha. Sie passen ja auch nicht mehr in Ihr Taufkleid. Mit Kostümen, die schon schimmeln und von Ungeziefer wimmeln. Diese harzverklebten Äste sind mir Villen und Paläste. Hier macht alles plötzlich Sinn. Denn in meinem Baumhaus, meinem wunderbaren Haus, da bin ich wer. Prinzessin Dagenas sinnlose Liebe, Episode 34. Der Prinz vom Turmberg reitet in den Sonnenuntergang. Und hinter ihm in der Landstraße, da kann man im Schlauch die Worte lesen. Ich kann nicht! Ich kann nicht! Es war einmal eine Prinzessin in einem kleinen Königreich im Fuchtelgebirge. Als sie 18 Jahre ward, sprach ihr Vater, der König: Mein Kind, es ist jetzt an der Zeit, dass ein junger Mann dich freit. Ich bin der Hubert. Machen wir Nägel mit Köpfen. Weil ich habe mich entschieden für eine Jüngere. Vielleicht burnte Gott out. Ja. Wissen Sie, wie unser Gegenüber aussehen könnte, wenn Gott etwas mehr Zeit gehabt hätte? Ein aufmerksames, liebe- und zuvorkommendes, uns immer beschützendes, zurechnungsfähiges, zärtliches, zweites Ich. Und was haben wir? Männer. Ein Celestin, der himmlisch ist, ein Hex, der dir Monarchen, ein Titus, der lebendig ist. Und